Und just in diesem Augenblick. Huch! Just in diesem Augenblick, wo ich davon erzählt habe, irgendwie keine Ahnung, da hat die Pan nämlich einfach neue Bettwäsche gekauft. Natürlich sehr männliche Bettwäsche mit so niedlichem Knuffelkram und sowas. Und das ist so eine, ja. Wie soll ich das sagen? Das ist so eine. Weiß ich nicht, kennst du das? Also ich hatte mal, da war ich etwas jünger, da habe ich mir mal aus Spaß. Ich glaube, das war auch keine echte. Ich glaube, das war auch nur Fake. Irgendwie hatte ich mal Seidenbettwäsche. Verstehst du? Weil du bist dann irgendwie so. Ja, weiß ich nicht, bist du 18 Jahre alt, keine Ahnung, pipapo, Ausbildungskohle und so. Und dann denkst du so, ach geil, Alter, da hole ich mal richtig ihr pornöse Seidenbettwäsche. Weil du denkst, oh geil, mit Seidenbettwäsche bist du bestimmt der Tiger. Ja, das war einfach so, das war so scheiße, weil die sich einfach so scheiße anfühlt. Ich kann das einfach nicht, ich weiß nicht, ich mag das einfach nicht. Und jetzt hat die Panan diese Bettwäsche geholt und die ist nicht so Seide, sondern so Polyester. Kennst du Polyester? 100% Polyester? Das ist da, wo der immer runterrutscht quasi. Und, oh, pff, atmungsaktiv null, weißt du? Und dann irgendwie damit zugedeckt und dann kriegst du Körper null Luft einfach. Und dann liegst du da einfach wie in so einer Bratenröhre. Boah, furchtbar. So Satin-Bettwäsche. Nicht Satin hier, doch. Nee, hier, weißt du schon, Polyester-Bettwäsche. Ist das Schönste überhaupt. Ist das Schönste überhaupt. Ich lese gerade, Seidenbettwäsche ist gut für die Haare. Ja, fragt sich nur für welche. Also, weiß ich nicht. Ich kann nicht sagen, obwohl meine Haare damals. Ach, damals meine Haare. So, auf jeden Fall Polyester, das war so. Oh, das ist so. Nee. Aber ihr gefällt's. Was willst du machen? Ihr gefällt's? Ist ja nicht meine Seite. So. ZDF mache ich dann woanders hin. Ja! Boah, geil. Die Paar waren nämlich die ganze Zeit weg und jetzt ist sie da und das erste, was ich gerade von rechts höre, ist nicht irgendwie Hallo Schatz, ich liebe dich sehr bis zur Unendlichkeit und ja und du bist wunderschön, sondern einfach nur Kaffee. Sehr gut, so läuft. Ich mache nochmal ganz kurz die Kamera aus, aber ich lasse hier mal ganz kurz, damit man hört, wie man hier im Hintergrund rumstolpert. Ich will nur mal was probieren. Ich bin gleich wieder da, warte mal ganz kurz, Sekunde. Lalalala. So, ich weiß nicht, ob man irgendwas gehört hat im Mikrofon. Keine Ahnung, ich habe das extra mal angelassen. Ohrwurm ist auch so ein Thema. Ich hasse es, Ohrwurm zu haben. Und das Problem ist, immer wenn ich einen Ohrwurm habe, grundsätzlich immer wenn ich einen Ohrwurm habe, dann sitze ich hier und summe den ganzen Tag, huch, dieses scheiß Lied, egal welches. Ich summe es einfach die ganze Zeit. Frag mal die Dame da drüben, die kann ein Lied von singen, im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist einfach furchtbar. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich kann einfach auch nicht aufhören damit. Wenn ich hier anfange zu summen. Ja, deswegen haben wir ja auch die Doofen gesungen, Mief, in Dead by Daylight, weil du irgendwann die Doofen gesummt hast. Du summst immer irgendwie Echt? Lieder und dann habe ich immer Ohrwürmer davon. Ich summe immer Lieder und dann hat sie immer Ohrwürmer davon, deswegen haben wir auch bei Dead by Daylight Mief gesungen von den Doofen. Echt, da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ja. Mief, 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 sag mir Charakter gar nichts aus. So. Boah, furchtbar. Das ist doch nicht sein Ernst, Mann. Tobi! Hey, Curry, du bist genau. Curry, Tobi. Auch! Mann. Ja. Sollte dir so denken geben, Curry, Mann. Hier kommt dein Valentinstagsgeschenk. Was denn? Abgeranzter Tannenbaum oder was? Das war es. Kann man sehen. Ich wollte da gerade was gucken. Was machst du denn? Du zeigst mir voll deinen Arsch in der Kamera, das kann ich nicht dulden. Ja, genau. Wir sind hier ein züchtiges Fernsehen. Ich dachte, ich hätte da so die Klappe gesehen und da stehst du da auf einmal. Voll erschrocken. Ich zeig dir mal, was ein Hase ist. Hier. Ist aber ein schöner Hase. Wurdest du schon mal erkannt und dann in irgendeiner Art und Weise angegriffen? Nein. Definitiv nie. Ich wurde ein einziges Mal, wirklich ein einziges Mal, das war auf der.
auf der Branchenparty von der Gamescom letztes Jahr, also vor einem Jahr so ziemlich, wurde ich ein einziges Mal von einem Hater erkannt, tatsächlich auf der Branchenparty wohlgemerkt. Und der war so besoffen und der war so peinlich einfach. Der war, also der war wirklich, ne, das sage ich jetzt nicht nur, weil der war ein Hater, sondern der war einfach wirklich, Kevo Kev, Fifi Dank, warte ganz kurz. Und der war halt, der war wirklich, der war so besoffen und peinlich. Das kann die Pan sogar noch besser erzählen, weil der die irgendwie dann auch angequatscht hat und so. So ganz merkwürdig. Und dann, ich habe mit dem einfach ganz normal mich noch unterhalten und bla bla bla. Der wusste am Anfang, glaube ich, gar nicht, dass ich Gronkh bin und so. Und habe ich mich mit dem normal unterhalten, dann kam das irgendwie raus. Und, dann ist er aber weggelaufen und hat dann irgendwie, weil ich neidisch bin! So, und das war sehr, sehr merkwürdig. Das war sehr, ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat. Ich glaube, die Pan weiß das noch besser als ich. Warte mal ganz kurz. Ja, sie meint gerade, er hat sie angemacht und hat dann erzählt, dass sie angeblich Beauty-Videos macht und bla bla bla. Und der war halt einfach, der war einfach, ich glaube, der war einfach mega besoffen. Glaube ich. Romako, viel wieder Romako. Das war wirklich schön. Es war wirklich lustig eigentlich. Es war ein sehr lustiges Ereignis. Habe ich so noch nie erwischt. erfahren. So noch nie gehabt? Ja, so rum. So. Warte, ich mach dir mal das Mikro an. Sekunde, Pan erzählt nochmal kurz, warte. Ich erinnere mich an. Warte, ganz kurz. Amagant. Amagant, viel Dank. Ja. Mich gerade nämlich noch, dass ich meine, die Kette, die ich immer trage, die hatte ich da an, auf der Branchenparty auch noch an. Und dann ist er immer so voll nach, meint dann irgendwie laut einer Indianersaga. Also erstmal mich am Anmeckern wegen Beauty-Videos und so, dann kommt er irgendwie laut einer Indianersaga irgendwie sowas. Und dann sage ich so, nee, das ist so ein normaler Modeschmuck. Ne? Und er so, nein, ich sehe das, der Stein da drin, bla bla. Und hat dann irgendeine Scheiße geredet. Ich glaube, der war echt verwirrt, der Mensch. Weil ich gesagt, nein, der hat nur 3 Euro gekostet. Das ist ja eine Billigkette, ne? Nein, du hast keine Ahnung! Und hat dann voll. Der war voll krank, ey. Der war so krank, der Typ. Ach, schön. Ja, jedenfalls, wie gesagt, der war sehr merkwürdig, der Mann. Der war sehr, sehr merkwürdig. Und da habe ich mir gedacht, okay, wenn das die Hater sind, dann kann ich damit leben. Dann kann ich da absolut damit leben. Das ist völlig in Ordnung. Das war sehr schön. So, hast du schon mal mitbekommen, dass Pan wirklich heftig von einem Hater-Zuschauer angegraben wurde, sodass du schon eingreifen musstest? Also RL ehrlich gesagt nicht. Da sind eigentlich immer alle relativ höflich. Und online ist das, glaube ich, bei allen Frauen so. Du hast halt überall, es gibt so viele Spacken online. Es ist einfach so. Und ganz ehrlich, da muss ich nichts machen. Die Pan ist eine resolute Dame. Das klingt furchtbar. Würdest du handgreiflich werden, wenn jemand Panblöde angehen oder beleidigen würde? Im RL meine ich. Das kommt natürlich immer drauf an, wie. Handgreiflich ist für mich immer die letzte Option. Und ich kann mich an keine Situation erinnern, wo ich das bisher machen musste. Aber ich glaube, wenn jemand auf die richtige Art und Weise scheiße ist, ich glaube, könnte passieren. Es könnte passieren. Ich will mich davon nicht ausnehmen, tatsächlich. Ich bin eigentlich mehr so der diplomatische Mann, aber ich will mich davon echt nicht ausnehmen. Und ich glaube, dann bin ich unberechenbar. Würde ich vermuten. Bist du ein eher eifersüchtiger Mensch? Nein, bin ich tatsächlich gar nicht. So. X-Pandoria hostet Gronkh TV. Hört mal auf dem Pärchen-Scheiß. Ja, ist widerlich. Wir widern uns gegenseitig immer an. Deswegen sitzen wir hier rum und sagen uns, wie sehr wir uns hassen und ankotzen. Mach schon Platz, ich bin der Landvogt. So. Leute hatten mich, und das natürlich zu Recht, ich habe ja in der Minecraft-Folge erzählt, dass wir dieses Haus da besichtigt haben, lalala, das dann wirklich riesengroß war und die Miete relativ günstig für die Größe. Und Leute haben gefragt, wofür brauchst du so viel Platz? Der normale Mensch braucht so und so viel, lalala. Das erste ist natürlich einerseits demnächst anstehende, irgendwann mal in den nächsten Jahren. Ich will jetzt niemanden zwingen, aber in den nächsten Jahren kann man sich überlegen, Familiengründung. Ist natürlich eine Sache, die man mit einbeziehen muss. Du wohnst da nicht einen Tag, sondern mehrere Jahre. Muss man mit einbeziehen und vor allen Dingen auch Aufnahmezimmer, Büro, Studio, alles. Du musst ja alles berücksichtigen. Deswegen halt auch was Größeres. Auf jeden Fall brauchen wir da halt auch noch Räume, ne, für Aufnahmen, Pipapo, der ganze Schmonsens. Weil hier momentan, das ist natürlich ein Büro, aber es ist definitiv zu eng. Ich kann hier nichts machen, außer hier in der Ecke zu sitzen. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts ausbauen, ich kann gar nichts machen. Seien wir realistisch, Gronkh und Pan brauchen schon 300 Quadratmeter für den ganzen Merch-Kram. Ja, da mieten wir eine Lagerhalle an. Warum nicht gleich ein Einfamilienhaus? Ja, wir suchen ja nach einem Haus. Das ist es ja.